mal fragen, ob die eine Aushilfe im Laden brauchen. Ich sag dir mal was, Norbert. Ich brauch Kohle. Ich bin mit meiner Miete 3 Monate im Rückstand. Du bist keine große Hilfe. Du könntest doch was verkaufen. Wie wär's, wenn du mir stattdessen was aus deinem Rentenfonds leihst? Du könntest mir deine Reihe Justice League of America's Worst Alien verkaufen. Bei eBay gab's sie kürzlich für 500. Für die gesamte Reihe? Du spinnst wohl. Doch, ich schwör's dir. Die Idee ist ja nicht schlecht, aber ich brauche viel mehr. Weißt du, was du verkaufen könntest, das deine Miete für die nächsten 3 Monate abdeckt? Was? Den Blue Twister. Ausgabe Nummer 1. 1941. Nein, kommt nicht in Frage. Nie im Leben. Ist locker 3000 wert. Ich weiß, wie viel das wert ist, Norbert. Ich geb dir 2,5 dafür. Du hast doch gerade gesagt, es ist 3 wert. Kann sein. Aber wie dringend musst du deine Miete zahlen? Vergiss es, das verkaufe ich nicht. Im Gegenteil, mit dem Heft will ich beerdigt werden. Das steht sogar in meinem Testament. Ja, na klar. Larry? Larry? Larry, bist du noch da? Du verdammter, mieser, dreckiger Wichser! Du hast 3 wunderbare Töchter! Die werden ihr Leben lang keinen Alkohol anrühren dürfen! Die werden sie in ihrem Leben an einer wunderbaren Cocktailparty teilnehmen! Und willst du wissen, wieso? Willst du wissen, wieso? Weil du ein gottverdammter Alkoholiker bist! Susanne! Was? Sollten wir nicht einen Krankenwagen rufen? Da musst du dir an die eigene Nase fassen. Warum bleibt immer alles an mir hängen, Cindy? Warum bin ich immer die Dumme? Ich habe mich schon um das Essen gekümmert. Da kann ja Anne wohl die Getränke besorgen. Wie war nochmal die Adresse? Florence Avenue in der Nähe von Crescent. Das letzte Mal hatte sie nur eine kleine Pizza für die gesamte Mannschaft. Ich brauche die genaue Anschrift. Ich kenne den Weg dahin. Ich fahre lieber nach GPS. Und tot. Was spielst du denn da? Mortal Kombat. Ist das gewalttätig? Es ist nicht gewalttätig. Spielt Mortal Kombat? Warum hast du das Spiel eigentlich? Schatz, guckst du dir doch einfach nochmal an. Hast du es genau? Ach so, Bobby. Cindy hat gesagt, dass sie Bobby das Spiel verboten hat. Sie will wissen, wo er es her hat. Das war in der Crescent Drive. Ich will eine andere. Sag mir doch einfach die genaue Adresse. Gleich, Schatz, wir sind gleich da. Doch einfach eine. Welche denn? Hier links. Hier? Hallo? Hallo? Verdammt. Das Ding hat die letzte Dreiviertelstunde nicht funktioniert, dann wird's auch jetzt nicht funktionieren. Der verdammte Nachtwächter ist wahrscheinlich betrunken und taub. Ich versuch's nochmal über mein Funktelefon. Wir haben's doch schon ein paar Mal versucht. Wir kriegen hier drin keinen Empfang, also warten wir, bis wir rausgeholt werden. Scheiße. Scheiße. Hören Sie damit auf, damit machen Sie es vielleicht noch schlimmer. Irgendwas unternehmen. Okay, dann versuchen wir nochmal die Tür aufzudrücken, aber mit aller Kraft. Okay, los. Wir werden 10 Stockwerke abstürzen und alle sterben. Diese Einstellung hätte Bruce Willis nicht geholfen, Mister. Lasst mich sofort raus! Ich will hier raus! Wieso denn nicht? Sie bleiben hier. Jetzt beruhigen Sie sich. Sie kommen ja hier schon raus. Ich gehe vor, okay? Okay. Ich gehe über die Treppe und hole Hilfe. Oh mein Gott! Wir werden alle sterben! Hören Sie auf! Hören Sie auf! Halten Sie sich an meine Hand fest! Okay, warten Sie. Nein, sie sollte als Erste raus. Na komm.